Aber erstmal wieder nach oben. Sind wir überhaupt richtig? Wo sind wir? Nein, nein, ich glaube, komm mit, ich glaube, Scheiße. da vorne geht's ja. Und ja, Na, eigentlich hätte ich bloß den Turtle verfolgen müssen bis zur Lava, aber also den Weg zurück. Aber irgendwie dachte ich mir, ach, nach oben, nach oben, nach oben ach, wir fliegen. sind nur hier, hier vorne ist Ausgang. Ich habe Ja. mich hier auch verirrt. Erst mal. So. Sehr gefährlich hier mit der Lava, aber hey, lass mich hier hochspringen. Ach, ich fliege einfach hoch. Oh, hoppla. Hui! Du lahme Schnecke! Na gut, jetzt kann ich auch laufen. Es geht schneller. Jetpack ist wirklich schön, aber Ich ich müsste. finde, es sollte so Ja? senkrechten Schächte wären praktisch jetzt aus der Mine raus. Ja, ein bisschen Luxus, das ist ein bisschen zu viel Luxus. So, dann schmeißen wir mal hier in die Truhe mal kurz hier Gold, Silber, Eisen, noch irgendwas, das war's schon. Also Energie haben wir momentan genug, würde ich Ist sagen. aber Ich wenig. habe. Ich werfe schon auch noch mal ein bisschen Eisen erst im Messerator rein. Also, ich werfe das rein. Ah, Ja. nein, es wird ja nicht rausgepumpt, Nee, oder? nee, hier wird. Nee, das normalerweise aus der Kiste wird's rausgepumpt. Aber ich habe jetzt Ach erstmal alles so. da reingeschmissen, einfach weil, ja. Man kann es eigentlich Okay. auch per Hand machen. Je nachdem. Ich kann es einfach manuell hinterher alles machen. Genau, hast du jetzt alles Eisen? Also, ich habe ein Stack Eisen Oh, reingepackt, ganz könnte ich aus sagen. Deck. Oh Gott, da kriegen wir 2 Stück Eisen raus. Das ist ja schön. Das ist das Coole an der Sache. Ach ja, stimmt, ja, habe ich ja, damit das nicht rausgepumpt wird, hatte ich ja außersehen ja, oder hatte ich ja mal Dings weggemacht. Das hier. Das kommt ja eigentlich noch hier dran. So. Also, das hier stehen bisher, also von den Geräten hier steht bisher ein Extractor, Macerator und ein Electric Furnace. Genau. Ich glaube, wir brauchen. Der will nicht Ich weiß. pumpen hier, die Sau. Da muss ich ihn nochmal anbauen wahrscheinlich. Also, soll ich vielleicht einmal einen Recycler basteln? Also. Das kannst du machen, wenn du Ich kann möchtest. einfach Schrott, ja, für Zuschauer, die es nicht kennen, kann ich auch Schrott reinwerfen und das wird dann verarbeitet. Zu Scrap und das kann man mit neuen Scrap kann man so an der Scrapbox machen und das kommt ein random Item raus. Oder kann man halt benutzen, um Julium-Meta-Produktion zu beschleunigen. Und Also, Julium-Meta ist halt alles. Super Zeug. ich fand. Boah, da draußen ist sich was los. Also, wir haben das. Das Videomatter habe ich natürlich auch damals verwendet. Aber Und. das ist zu sehr gecheatet. Ich finde das für eine LP nicht so schön. Ja, also, du hast. Also, man könnte ja das vielleicht zum Kompromiss machen, dass man, wenn man später sowas hat, also mit sehr viel Solarenergie braucht man ja für die Dinger, dass man dann später mal so eine große Anlage hat, kann man ja. So wenigstens eine kleine Fabrik bauen, so dass dann Rohstoffe kommen wie Holz oder sowas halt, dass man die Grundrohstoffe nicht mehr farmen muss. Dass dann, wenn Leute reinkommen, die wirklich nur bauen wollen, dann können sich dann die ganzen Rohstoffe einfach holen. Ja. Das wäre schon schön. Ich weiß nicht genau. Okay, ein Yu-Gi-Oh! Meta kostet unbeschleunigt, also 10 Millionen Energie. Ist sehr viel, muss ich sagen. Aber ich finde, ich weiß nicht genau. Ich Also war auf fürs dem Bauen ist natürlich gut, Ich war aber. auf dem Ticket-Server und da habe ich dann haben wir angefangen, das zu bauen und dann haben wir immer mehr Solarenergie. Und wenn es einmal läuft, dann konntest du aus dem Haufen Solarenergie dann wieder einen Haufen mehr Solarzellen basteln und keine Ahnung. Ich hatte dann so viel. Ich habe dann ein riesiges Hochhaus aus Eisenblöcken gebaut, einfach nur, weil ich Eisen hergestellt habe mit den Yu-Gi-Oh!-Meta. Also Ich glaube, für Tech ist es praktischer, wenn man aus dem Yu-Gi-Oh!-Meta Gold herstellt. Also es kommt ja genauso viel, kostet ja genauso viel als Yu-Gi-Oh!-Meta wie Eisen und kommt noch genauso viel raus. Und man kann Gold ja mit Minium Stones zu Eisen machen. Das ist praktischer. Na, wie ich habe damals hatten wir dann hatten wir diesen Exchanging Table, ich weiß gar nicht, wie der hieß der so, also ein Table, wo du halt dann umwandeln konntest. Oh, so eine komische Kiste war das, Ja, oder? genau. Oh, Und das war Tacket Classic, oder? Oder normal Tacket? ach, das weiß ich Also gar nicht nicht. Es könnte aufgeteilter. Classic oder auch Light, also könnte sogar Light gewesen, ich bin mir nicht sicher. Nein, Light gibt sowas nicht, so ein Cheater-Zeugs. Ich habe das selber mal mit einem Kumpel benutzt. Okay. Unser Spaß wäre schon vergangen, sagen wir es mal so. Ja, ne, wenn du Weil. dann einfach irgendwann. Also, wie, ja. Hinterher muss man ja einfach nur ins Deck Kohle reinschmeißen, hat man Diamanten raus oder so, oder? Ja, du musst aber sehr viele Stacks Kohle reinschmeißen. Also, du Ich hast, weiß, wenn aber. ich jetzt einen Diamant mal anschaue, ein Diamant hat einen Wert von, na gut, 264 bloß. Das ist aber ganz schön weniger wert. Ganz schön klein. Ja, gibt es auch ein Pferd? Diamanten? Richtig spannend. Ich dachte mal, die hatten einen kleineren Wert, oder wird der hier nicht angezeigt? Ja, hier wird der Wert nicht angezeigt, der Habe ich das EMC-Wert. nicht letztens erst oder war das noch in dem anderen, den normalen Ticket, glaube ich? Ja. Das war normal, der Wert.
Ne, Kohle hatten. Ja, okay, das, ich weiß nicht, dann wird das wahrscheinlich nicht der Wert sein. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall musste man sehr viel Juju-Matter haben wir umgewandelt in Glowstone. Weil das konnte man dann. Das war so das Ertragreichste sozusagen mit dem Glowstone. Den konnte man. Kann dann, ich ein bisschen Fleisch haben? Zu viel. Du kriegst kein Fleisch. Na doch, natürlich hier. Zwei Stück hier vom Dach geworfen. Vom Bauernhaus. Danke. So, wir müssen dein Haus jetzt langsam mal. Also, wir haben jetzt schon mal hier ein Vordach. Hier können wir uns hinsetzen und ein bisschen Tee schlürfen. Ist es noch breiter? Machen wir es noch ein bisschen mehr Überhang oder bleibt der so? Nee, hier, ne? Ein bisschen mehr Überhang kann ich auch noch machen. Nee, das ist eine Frage. Ich frage ja nur. Auf der anderen Seite wird es natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Überhang, weil wir Haufen Bäume. Auf der anderen Seite wollte ich gar keinen Überhang bauen. Also, wollte so ein komplettes Schrägdach machen. Ah! Das, was zuläuft, sondern einfach nur das komplette Schräge. Eieiei, das wird auch noch ziemlich großes Dach. Können wir ja, mal. Kann man immer Zeug einbauen. Ich dachte, da kann man Solarplatten auch draufsetzen. Notfall. Ja, warte mal, hier kommt nichts hin. Das war falsch. Das war falsch. So, hier kommt was hin. So. Nee, es war auch falsch. Ich glaub's ja nicht. Es gibt's auch nicht hier. Was machst du denn für Scheiße? Da kommt's hin, genau. So, sehr schön. Klick, klick. Also nicht wundern, das ist nur, dass du da die Treppen dann da ansetzen kannst. Das soll jetzt okay, nicht ja bleiben. Das ist nur. Außerdem kann ich da mal schauen, wie hoch das wird, das Dach. Das wird nämlich ziemlich hoch, wenn man so eine schräge macht. Aber warum nicht? Ich hab's schon mal probiert. Also, ich finde so Schrägen eigentlich immer relativ schön. Weil man da immer gleich immer ein hohes Haus. Man kann vom Dach aus nur immer aufbauen. Alter, das ist hoch. Oh mein Gott, zum Glück kann ich fliegen! So, aua. Du musst, wenn du fliegst und M drückst, also wenn du auf M nicht das Kartenmenü hast, gehst du in Hover-Mode, dann begleitest du auch. Ich was drücke, N oder M? M. Ja, toll, Kartenmenü. Da ist die Karte, ja. Dann musst du erstmal umlegen, also M, also Kartenmenü, dann auf Key-Config und einfach mal auf N legen oder sowas. Hab ich immer gemacht. Guck mal, ob das hier auch geht. Nein. Dann gehe ich Key-Config, Menü-Key, machen wir mal hier Period rein, okay. Und jetzt kann ich jetzt M drücken? Nee. Während du fliegst, M drücken. Es müsste eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, warum es nicht klappt. Ah, okay. Klappt? Ist alles drin? Ja, ich habe vergessen, man muss dann trotzdem draufbleiben. Ach, man fliegt dann langsamer. Ah. Er fliegt dann langsamer, fällt auch nicht mehr runter. Gule Sache, cool. Runter, aber. So, dann gehen wir mal hier hin und hacken jetzt mal hier raus. Das hier. Oh. Nochmal ab. Ich weiß ja nicht, was du hier für Holz dann haben willst. Das ist eine Treppe? Nein, das ist keine Treppe. Gut, am allerliebsten würde ich immer das Oakwood vorzugen, weil das ist einfach das Standardholz. Das gab es schon in der Beta, in der Alpha, einfach immer. Was willst also du? Was möchtest du sogar machen? Dieses Holz hier, das Oakwood, das mag ich eigentlich am liebsten. Und dann an Ecken immer noch diese normalen Holzstämme. Riesig coole Sache. Passt noch. Wenn wir noch ein, zwei Wohnungen passen, ja noch ins Haus rein. Oben so ein kleines Dachgeschoss, vielleicht. Mit so einem kleinen Computer. Vielleicht noch mit einem kleinen Überhang. Ich bin runter. Ich habe gerade keine richtigen Treppen. Ah, ich hatte den Computer. Hast du den Computer aufgehoben, den ich hatte? Ich hier weg. Nein, der ist weg. Hinter dir war noch Lava. Wie wär's denn, wenn ich hier noch so einen Überhang leichten hier? Ich habe gerade die falschen Treppen. Hier. Das wäre eine gute Idee. Ich kann dir eben ein paar von meinen geben. Es bringt noch ein bisschen Struktur rein. Ich mag kann dir ein bisschen Holz geben. Sehr schön. Also Holz habe ich, nur ich kann keine Treppen basteln, weil ich habe ja keinen Crafting Table. Hier unten in meinem Haus dran. Ich mach eben, ich wollte den machen für das. Für den Passwortschutz. So was. Genau, gut. Können wir machen. So, kling, 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 kling. Aber ich habe ja das Menü Seven Days to Die, da ist ja auch so Crafting und so und irgendwie, da klappt das mit dem Menü noch nicht so ganz so schön wie hier. Weil du so also eine extra Abstufung hast und alles, aber naja, das siehst du ja vielleicht. Wenn du das Let's Play anguckst, eventuell so. Werde ich auf jeden Fall machen. Also das Spiel sieht sehr interessant aus. Vor allem fasziniert es mich, dass einfach alles komplett zerstörbar ist. Es hört zwar ein bisschen seltsam an, aber
an meisten Spielen, zum Beispiel, ist ja nicht so, als würde ich GTA spielen. Nein, ich hab's mal probiert und da, das mich da stört. Man kann zwar einige Sachen rumschießen, also zum Beispiel ein paar Ketchupflaschen oder sowas kann man rumschießen. So nehmen aber nur, die Sachen zerbrechen nicht. Und auch Häuser, Scheiben kann man nicht einschießen. Und da nicht einschlagen. Das nervt mich teilweise wirklich an dem Spiel. Tja, ne, das ist halt immer so ein leichtes Problem, ist halt die Frage. Sachen. Das muss man ja dann alles auch kaputtmäßig programmieren. Das ist, glaube ich, alles so ein bisschen schwierig. Ja, Seven Days to Die ist ja einfach auch so ein Voxelspiel, so wie Minecraft. Man sieht es leider noch ziemlich krass. Die wollten aber die wollen das noch ein bisschen smoother machen, dass das nicht ganz so blockig aussieht. Wir werden einfach sehen, was rauskommt noch. Hoffentlich kommt da noch einiges. Da kommt hoffentlich. Ich denke schon, dass noch einiges kommt. Ich habe es mir auch ein bisschen schwerer vorgestellt, wobei ich sagen muss, in der zweiten Folge, die übrigens morgen, glaube ich, rauskommt, ich werde jetzt am Anfang noch alle ein bisschen eher raushauen, damit ich mit den größeren YouTubern mithalten kann, die das wahrscheinlich auch Let's Playen, kann ich mir gut vorstellen, dass da ein paar kommen werden. Huch, nehme ich mal an. Also ist ja ein schönes Spiel. Ja, ich denke schon, dass viele kommen werden. Dann bin ich halt schon, ganz froh, dass ich ja, Entschuldigung. Nein, ich kann zu schweigen, weiterreden. Ja, ich bin so ganz froh, dass ich da so doch relativ gut. Ach, verdammt, ich fall schon wieder runter. Oh, dass man auf den Treppen das Schiff nicht verwenden kann, nervt. Was ich sagen wollte, ich finde es da ganz gut, dass mich ja ein bisschen eher mitmachen kann, weil halt Alpha und so extra Kickstarter gemacht, aber es gab halt auch YouTuber, die haben halt eine Pre-Alpha bekommen, bevor sie die Alpha sozusagen rausgehauen haben, um Werbung zu machen. Zum Beispiel dieser German Let's Play zum Beispiel, der hat, wie ich gesehen habe, auch eine ganz komplette Pre-Alpha bekommen, konnte das vorher spielen vor allen anderen. Ich habe es alles noch nicht angesehen vor dem Spiel. Ich wollte es auch gar nicht tun, weil Pre-Alpha, ich finde, da sieht man schon ungefähr, wie das Spiel aussieht, allerdings kann man nicht genau sagen, wird das Spiel genauso oder so. Ich persönlich habe mir jetzt auch schon eine sehr frühe Alpha für ein Spiel geholt. So ein Strategiespiel, da geht es um Planeten, so ein Kampf um Planeten, halt im Comic-Style. Ich finde, das Spiel ist sehr gut, das Problem ist nur, es ist halt eine Alpha. Also, es gibt ja nicht alles, was im Trailer ist und alles. Ich glaube nicht, teilweise. Ja, aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass ich nur noch so eine Alphas spiele. Also, mir geht das genauso. Also, außer Minecraft spiele ich eigentlich fast nur noch Alpha. Also, ich persönlich spiele das Spiel Alpha. Da spiele ich noch Starmail, so ein Minecraft-Art nur mit Raumschiffen, ein Alpha. Na, im Moment spiele ich ja, also auch Let's Play-technisch ist ja Prison Architect ist ja noch eine Alpha. Factorio sowieso. Ja gut, FTL ist mittlerweile überhaupt keine Alpha mehr. Das war mal lange Zeit, lange ist her, da war es mal eine. Das war's, ey. Ich spiele ja doch gar nicht so viel. So viel Verschiedenes spielt man auch gar nicht. Aber vielleicht dann... Es ist auch schwierig, also mehrere Titel gleichzeitig zu spielen, ist sowieso ein bisschen ganz schön zeitaufwendig. Das unterschätzen einige, glaube ich, auch. Das ist echt krass. Also was da für eine Arbeit dahinter steckt, um so ein Let's Play zu machen, ist schon... Boah. Das dauert ein bisschen. Also klar, man könnte sagen, man nimmt vorher auf und produziert saumäßig weit vor und so. Aber es ist irgendwie so, du hast dann angefangen, hast gesagt, ah, jetzt habe ich vorproduziert und dann siehst du, ach, jetzt musst du die Serie schon wieder vorproduzieren, dann musst du das vorproduzieren und das und das. Persönlich das einzige Problem für mich muss momentan der Upload eigentlich, weil ich eine 6K-Leitung habe und ja, ich will nicht schlechteres als HD bringen, aber kann irgendwie nicht genau auf HD rendern. Jetzt, wenn du gleich Movie Maker. Habe ich versucht, ich bin zu doof dafür, ich gehe das einfach nicht hin. werde es versuchen, aber solange das ist, wird bei mir halt auch nicht zu viel. Ja, ich habe eine Standardeinstellung jetzt drin, die ich jetzt immer verwende, aber damit würdest du wahrscheinlich überhaupt nicht glücklich werden, weil also meine Parts sind teilweise fast alle 2 GB groß, also. Die hochzuladen, das würde, glaube ich, mit deiner Leitung etwas länger dauern. Die Passwortschaltung für das Haus ist fertig. Also. Jo, das Dach ist fertig. Ich müsste noch eine Schicht dran machen und dann ist es fertig. Dann müssen wir vielleicht nochmal schnell ins Bett gehen dann. Aber das Coole ist ja bei dir. Ich gehe ins Bett. Hey Creeper, verfolgt, komm zu mir. Jetzt ist gleich die Energie leer. Ich ahn's schon. Ich komme. Ach, willst du ihn umbringen, oder wie?
Ui, ja, ich würde lieber von ihm fliehen. Ja, der hat mich sowieso übersehen. Lass mich außen schlafen, ich kann dann schnell hochfliegen, wenn was ist. Okay, danke. Kannst du gleich auch mal die Fahrtscharte angucken? Ja, das machen wir dann. Ist keine Schaltung an sich, sondern. Im Notfall kann ich, links kann man, davon kann man sogar von dem Computer kann man sogar eine Lampe befestigen. Oh, der Creeper ist immer noch da, pass auf, der ist immer noch da. Komm mal mit, Creeper, ich lock dich mal ein bisschen von den Häusern weg, das ist sonst zu gefährlich. Wenn da explodiert, ist ja eigentlich egal. Also, da ist ja nichts Besonderes. Bin ich nichts Besonderes. Das nervt halt immer, dass da alles kaputt geht dadurch. Ja. Das ist das Schlimme an den Creepern. Würden ja nur Schaden an Leuten machen, wäre es schade, aber. Ja, deswegen haben wir auch so viele, Server auch Minecraft, also Creeper-Schutz. Gerade weil. Nee, seit den Game Rules total einfach ist, finde ich. Wenn man jetzt solche ganzen Dinger drauf hat. Ich habe ja die Diamanten die ganze Zeit bei mir. Vielleicht nicht so. Oh, solltest du besser wegnehmen. Ja. Die Diamanten sind verflucht. Ach. Also mehr nur Diamanten bei Gronkh. Im Inventar hast, desto schneller bist du tot. Nur bei Gronkh. So. Bei mir auch. Ich rufe den rein. Ich tu die bei hier in Leons Kiste mit rein. Wie viele sind es denn jetzt insgesamt? 6 habe ich, glaube ich. Also 7 haben wir jetzt. Das ist doch schön. Es könnten 6 gewesen sein. So. Das sind 6. Jetzt, ja, Passwortschaltung angucken. Einfach nur mal reinschauen. Passwort! Gast! Nee. Nein, einfach nur, muss eben rausgehen und dann kannst du wieder rein. Das ist ja. Auch falsche. Ich sehe auch gar nichts. Ich muss mal Licht anmachen. Moment, so. So, Licht ist an. Ich habe eben Tür aufgemacht. Und jetzt. Ach so, du hast gerade was gemacht. Mist. Ja, okay, jetzt einfach. Der Noobs ist auch falsch. Nein. Okay, jetzt. Willst du nochmal probieren? Tenchi. Ja! Geil. Sehr schön. Ich habe das Passwort rausgefunden. Sehr schön. Also, vielleicht doch Passwort, vielleicht doch Hacker werden. Passwort knacken. Was, du sollst Hacker werden? Was? Nein. Nee, ich bin ja super darin, hast du ja gesehen. Ich habe da kein Passwort, ist von mir sicher. Ich finde alle heraus. So. Ja, wir brauchen ja noch ein paar Treppchen. Ich mache ein paar. Ja, das sind aber nicht mehr ganz so viele. Vielleicht, keine Ahnung, wie sind das? 10? Ich habe keine Ahnung. Ich habe erstmal 25 gemacht. Ich meine, gut. Weiß nicht. Die werden dann reichen. Du willst auch einen Überhang bauen, oder? Hallo. Ist Überhang schon da? Ja, hallo. Das ist die letzte Schicht sozusagen. Auch, dass du nicht runterfällst. Bei mir läuft nämlich die Shift-Taste, funktioniert bei mir nicht so ganz. Die Frage ist, wie machen wir dann den Rest von dem Dach? Das muss ja irgendwie noch, ja. Dach. So, es ist ja so ein Schräg jetzt. Ich dachte, du machst vielleicht so ein Dachfenster auch noch rein. Ja, muss ja noch irgendwie zugemacht werden, so meine ich das. Ach, eine Seite, ja. Das werde ich noch mit Holz machen wahrscheinlich. Bin mir sicher, es wird wahrscheinlich hässlich aus. Ich weiß nicht genau, wie ich es bauen werde. Weil wenn ich es nur mit Holz baue, sieht es total hässlich aus. Aber wenn ich offen, das sieht noch hässlicher aus und ich weiß nicht, was ich nehme. Ja, kannst vielleicht sogar Stein oder so. Muss mal gucken, wie Cobblestone da aussieht. Cobblestone, glaube ich. Ja, Ich will nur mal schauen. Übrigens, ich kann dir eine gleiche machen. Willst du einen Solarhelm haben eben? Also, da kriegst du ja am Tageslicht unendlich Strom. Quasi. Solange du draußen bist, damit unendlich Strom fahren. Aber wieso will der das hier nicht hinsetzen? Jetzt. Mal gucken, wie sieht's denn aus von der Seite? Okay, es sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Ja. Und wenn man dann noch ein paar Akzente setzt, vielleicht noch Fenster oder irgendwas, dann könnte man da vielleicht noch. Oder irgendwie. Ich guck mal hier, ich mache jetzt. Bin mir nicht sicher, ob Fenster da so gut aussehen würden. Bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es halt auch nicht. Ich bin halt eher der Typ. Also, ich bin ja auch Hobbyfotograf und habe ich auch immer das Problem, ich kann mir die Bilder vorher nicht vorstellen, sondern ich muss sie erst sehen. Wenn die vor mir sind, dann kann ich sagen, okay, das könnte gut sein. Aber ich kann es mir nicht vorher vorstellen. Jetzt habe ich natürlich doch eine Hacke. Keine Axt mehr? Wo ist meine Axt? Ich habe beide Äxte weggemacht. Ne? Das ist ja, super. Habt ihr denn Kupfer? Habt ihr noch Kupferkabel irgendwo rumliegen? Ich habe noch 2 Einstecken. Ah, okay. Gummiert Warte schon. Das ist super. Die müssen gummiert sein. Dann schmeiß ich... 2 Stück bloß.
Ich hoffe, ich muss nur noch eins craften. So, du sagst jetzt, was wolltest du fragen? Ob wir schon was waren? In so einer Dimension, durch so eine Art Tür. So eine, ja, mit dem Sturm bin ich da reingegangen. Der ist da gestorben dabei. Ich nicht. Das Problem ist, da kriegt man leider als Baumpreis leider in der Welt dann. Ja, wir haben aber noch ein anderes Portal. So ist es nicht. So ist es nur, wenn das Portal zerstört wird, dann ist es immer blöd. So. Oh, ihr habt schon eine Menge Nether-Erd. Ja, ich war ja mit dem Tom letztens drüben. Deswegen habe ich auch ein Goldschwert. Der Kohle ist schön. Da kann man sehr viel Kohle rausbekommen. Ich frage mich, warum manchmal hier alles zerhackt wird. Also manchmal habe ich da im Hintergrund immer so eine, ploppt das immer weg. So. Das wird immer. Kann ich schwer beschreiben, müsste man sich angucken. Ja, wie könnte man das hier noch schöner machen? Machen wieder anderes farbiges Material mit rein oder so. Streifenmäßig, weiß ich auch nicht. Ich bearbeite hier auch eben nebenbei ein paar Materialien. So. Das nächste. Oh, ein Dirt Slab. Ich hier noch. Ein Dirt Slab. Also hört sich. Ich gehe noch wirklich in Minecraft, finde ich. Also, Dirt Slabs. Der ist schon witzig. Kupferkabel. Ach, da ist noch. Oh, wir haben noch Kupferkabel. Ich mach dir eben den Helm. Ein Helm, so wie viel Energie habe ich denn noch drin? Jetzt wäre ich fast abgestürzt, so wie das aussieht. Mit dem Helm stürzt du nicht mehr ab, glaub mir. Wenn du solange noch Tageslicht über dir drüber ist, noch, dann stürzt du nicht ab. Altmodische Art und Weise bauen, das geht auch. Das habe ich sowieso am liebsten, so altmodisch. Schön, sich schön ein Gerüst basteln und dann wird gebaut. Mit dem Solarhelm, also den kennst du doch, den Solarhelm, oder? Ja. Also, für Zuschauer nochmal, der erzeugt dann Energie, wenn man in der Sonne ist oder wenn der Mond scheint. Ich habe hier den Solarhelm. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Modisch. Sehr schick. Oh mein Gott, ist der hässlich. Sorry. Ja. Aber jetzt fliegst du einfach unendlich. Also, solange du Tageslicht über dir ist, fliegst du unendlich. Aber ich glaube, so schnell hochkommst, glaube ich, der Hovermount nicht so schön. Ja, aber ich kann nicht mehr runterfallen, weil dann. Ja, das ist immer das Nervige. Obwohl, also ich muss sagen, die Energie wird immer weniger. Also ich glaube, unendlich fliegen wird nicht hinhauen. Also solange man. Aber mit dem Hovermount nicht. Also. Der einzige Nachteil ist. Alter. So. Ist halt die Frage, ob ich hier was reinsetze. Vielleicht sowas hier, aber ich kann es nicht. Was macht der denn hier? Falsches Holz! Ich bräuchte eine ich muss mal echt mal wieder eine Axt machen. Der Holzfäller ohne Axt, das geht ja mal gar nicht. Ich hab hier eine halb kaputte Axt für dich. Gib mal her, bitte! Das wäre ziemlich cool und da. Oh, eine Eisenaxt. Ja, richtig speziell. Ja, sogar eine teure. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob man da sowas machen kann. Irgendwas strukturmäßiges. Ich würde es mir mal anschauen. Ich glaube, ganz links, also ganz auf der Seite, würden nochmal diese Oakwood, diese normale Holzstämme noch ganz gut okay aussehen, glaube ich. Also, die Reihe hier. Würden auch ganz nach oben mit Holzstämmen machen. Ich glaube, das ist. Warte, ich muss mir noch kurz hier einen Fehler korrigieren, den ich nicht hinkriege, weil ich hier einfach rumfliege wie blöde. Nein, jetzt komme ich da nicht rein, oder wie? So. Ach. Hier müsste eigentlich doch noch Cobblestone sein. Dann habe ich da oben dann natürlich bloß noch. Nein! Ja, ich bin. Also, es kann sein, dass ich gleich ganz kurz weg bin. Meine Mutter war gerade noch arbeiten und die kommt gleich wahrscheinlich reingestürmt, wo ich ein Schild vor meinem Zimmer habe. Okay. Ja. Ich würde trotzdem die Holzstämme nehmen. Du meinst sie so weiter nach oben führen? Ja, ganz nach oben würde ich es machen. Ich habe hier noch Holzstämme hier unten. Ich habe auch noch welche einstecken. Oh, okay. So 39 sind die doch, oder? Oh. Ja. Höp. Und ist eigentlich gerade ein Texture-Pack? Das kommt ja. Nee. Ich habe alles noch auf Standard Minecraft. Hier, alter Haudegen. Oh, ja.
Stimmt, da war ja was. Hm. Ja, die Baumstämme drehen sich ja mit. Nein! Oh! Strom alle? Ja, ich bin nicht gerade abgestürzt, aber zum Glück hat er knapp vorm Boden wieder genug Energie gehabt, um mich kurz aufzufangen. Ja, als praktisch der Solarhelm. Es darf irgendwas kein einziger Block über deinen Kopf sein, sonst funktioniert er ja nichts. So. Ich bin mal ganz kurz weg. Gut.